hoffe sehr stark, weil wir eigentlich ausreichend Partner von den Ampelkoalitionären haben, dass der Vermittlungsausschuss an dieser Stelle nicht angerufen wird. Der würde das Gesetz mindestens extrem verzögern, was eine weitere Zumutung für all diejenigen, die jetzt schon extrem leiden darunter wäre. Der würde im Übrigen wirtschaftlich erheblichen Schaden verursachen, weil wir mit dem Gesetz ja auch wirtschaftliche Verbesserungen für den Bereich Cannabis als Medizin durchführen. Das wäre eine Katastrophe. Für viele Länder ein richtiger Schuss ins eigene Knie. Also vor dem Hintergrund hoffe ich sehr, dass die Vernunft Einzug zieht und wir keinen Vermittlungsausschuss sehen werden.